Hallo Leute, heute werden wir dieses Video anschauen und ich werde es analysieren. Peter DLC? World Record sogar. Krass. Na egal, fangen wir mal an. Hier sehen wir, wie er direkt aus dem Bett gesprungen ist. Eigentlich sollte man aufstehen und dann in diesen Skandalen reingehen. Also nicht reingehen, sondern sie anziehen. Aber es hat er einfach übersprungen. Indem er gesprungen ist halt. Das kann man zwar nicht sehen, aber ist wieder nach vorne gesprungen, ist durch die Wand gebackt und dann auf den Treppen gelandet, weil eigentlich sollte man vorher noch den Anzug anziehen, aber da er schon bei den Treppen war, dachte das Spiel halt, dass er sich schon angezogen hat, also hat das Spiel automatisch ihn mit einem Anzug equipped. Hier sehen wir, wie er die Starterwaffe aufhebt, ne, das ist Eagle. Und hier benutzt er gerade ein Quick Save und Quick Load Glitch. Dann save man einfach und loadet die ganze Zeit, bis man safe einmal loadet und so kann man sich in den Boden backen. Und weil unter diesem Boden von diesem American Dead House befindet sich der Endboss und dann hat er sich darunter reingeglitscht, nehme ich mal an. Ja, hier ist er. Er hat sich reingeglitscht. Und die anderen wurden auch hierhin teleportiert. Und Alter, das war echt krass. Also ich habe das Spiel privat gespielt. Und für diesen Boss habe ich 7 Stunden gebraucht. Er hat ihn einfach besiegt so in 3 Sekunden. Das ist echt Skill. Und execute ihn noch, das ist nice.